Herzlich willkommen zu einem Pokémon Wi-Fi Kampf. Ich kämpfe heute gegen den Salamandros. Ich habe dabei mein Selfie, mein Felinara, mein Gravit, mein Gewaltro, mein Rotom Frost und mein Flamare. Er hat dabei ein Zubuts, ein Panferno, ein Gewaltro, ein Irashi, ein Zapdos und ein Yanmega. Ich fliehe mit meinen Zubuts, weil mein Selfie kann Tarnschwelle. Er fliehe mit seinen Zubuts. Und wahrscheinlich damit gerechnet, dass ich auf jeden Fall mit meinen Selfie-Liede, weil er weiß, dass ich Tarnstelle drauf spiele. Aber ich gehe hier nicht auf die Tarnstelle, sondern auf die Donnerwelle. Ja, ich weiß, dass es sein Tobutz eines der schnellsten Pokémon ist. Ich muss erstmal schön paralysieren. Ich rufe meinen Bananen zurück, weil ich mir dachte, ich werde später wahrscheinlich die Tarnsteine noch brauchen. Und ruft mein Eddie rein. Und er ruft selber zurück. Er ruft zurück in sein Boot. Sein Yanmega. Er geht auf Schutzschild, damit er sein Safety 5 rauskriegt. Ich gehe auf Kraft Reserve Eis. Er kriegt seinen Temposchub. Und ich habe gedacht, ich tanke einen Hit von einem Yanmega. Tue ich leider nicht. So habe ich meinen Eddie leichtfertig geopfert. Jetzt kriegt er noch einen Temposchub. Ich hole jetzt meinen Rotom Frost rein, weil ein Lizard müsste den rausnehmen. Er ruft zurück. Er geht auf seinen Irashi. Ich mache den Lizard. Und ich treffe. Macht fast die Hälfte Schaden. Auch wenn es nicht sehr effektiv war. Er geht auf Eisenschädel. Und haut mir fast die Hälfte runter. Und ich schreck dann zurück, so dass ich meine zweite Attacke nicht ansetzen kann. Und der nächsten Eisenschädel nimmt mich dann raus. Nächstes rufe ich dann meinen Bugs Bunny rein. Weil ich mit dem Erdbeben meine. Ich tanke locker einen Eisenschädel. Im Erdbeben nimmt es raus. Und ich schrecke zurück. Um noch ein bisschen Schaden drauf zu hauen, haue ich den Rucksack-Keep rein. Und er kommt mit seinen Eisenschädel. Und nimmt mich dann jetzt auch mit meinem Grabbit raus. Fand ich schade. Als nächstes kommt mein Selfie rein. Selfie tankt auf jeden Fall noch ein Eisenschädel. Auch wenn es eher speziell defensiv ist. Ich nehme jetzt mit dem Abschlag das Irashi raus. Irashi geht down. Und wir sehen hier, er trug den Walschal. Jetzt kommt sein Ellie rein, sein Gewaltro. Er spielt es ein Mega-Gewaltro. Hätte man auch fast denken können. Und jetzt geht er safe auf den Energieball, um mich rauszunehmen. Auch wenn ich bin sehr defensiv ist, an Energieball denke ich nicht. Jetzt gehe ich auf meine Tomate, weil ich weiß, ein Flammenblitz nimmt das Mega-Gewaltro locker raus und ein Drachenpuls denke ich. Auch wenn meins jetzt physisch defensiv ist. Nee, das ist nicht das physisch defensive, das ist physisch offensiv. Also Max Init, Max Cup, Angriff. So. Ich nehme jetzt Rückschlussschaden und mein Toxic Object. Jetzt ruft er seinen Zapdos rein. Hab mir gedacht, ich outspeede nicht mehr mit meinen Flamara. Ich lasse es jetzt einfach drauf gehen. Um safe ein Switch in mein Felinara zu haben. Leider mein letztes Pokémon. Das ist Just Back. Und was mir gar nicht gefällt, er spielt den Toxin auf seinen Zapdos. Und dieses Toxin wird mich jetzt Runde für Runde einfach mehr Schaden zufügen. Ich hau die Schauwerte raus und leider reicht das nicht, um seinen Zapdos rauszunehmen. War die Schade. Jetzt kriege ich noch mal Schaden durch den Gift. Und er kann noch mal sein. Noch eine Attacke auf meinen Felinara drauf haben. Schallwelle. Und hau so sein Zapdos.
durchgestanden und er ruft wieder sein Jan Mega rein. Hier geht er auf den Käfergeburt. Weiß aber nicht wieso auf den Käfergeburt. Ein Luftschnitt fände ich besser. Hätte mich flinchen können. Ich nehme jetzt Self mit der Schallwelle auf Jan Mega raus. Und das Gift wird langsam seine Wirkung zeigen, indem es immer mehr Schaden zufügt. Jetzt kommt sein Goldie Roger. Sein Pobus. Ich kann es mit der Schallwelle rausnehmen, da es paralysiert ist und deswegen jetzt langsamer ist als mein Fettinara. Fand ich toll. Und leider nimmt es das Gift hier auch raus. Und hab ich 1-0 gegen Salamandros verloren. Danke an Nympha, dass der mir den Part aufgenommen hat, also gecaptured hat. Link zu seinem Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Bye!